Kurz aufgepasst, am Dienstag ist es endlich soweit, das DLC kommt endlich. Ich werde natürlich einen Release-Stream machen, ab 10.30 Uhr sind wir live hier auf YouTube. Das solltest du auf gar keinen Fall verpassen, wir werden alles kaufen und alles testen. Also stell dir jetzt schon mal einen Wecker für Dienstag, dass du 10.30 Uhr am Start bist. Und jetzt viel Spaß beim Video. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich hatte dich ja auf Instagram nach Fragen gefragt, und zwar, ob es noch Sachen gibt, die du wissen möchtest, bevor das Update, das Los Santos Tuners DLC, am Dienstag erscheint. Und heute gibt es eben weitere Fragen und natürlich entsprechend auch die Antworten, denn ihr habt viele Fragen, die man jetzt schon ganz sicher beantworten kann. Und ich würde sagen, du abonnierst doch schnell den Kanal, um nichts mehr rund um GTA Online zu verpassen, und jetzt starten wir auch direkt rein ins Video. Let's go! Die erste Frage kommt von Kim und er fragt, kommt direkt neue Raubüberfälle oder kommen die erst später? Auf das, was Kim hier anspielt, ist eben ein kleiner Kommentar von Rockstar Games am Ende vom Newswire-Post, dass es neue Raubüberfälle geben wird. Allerdings werden wir dazu noch neue Informationen bekommen, vermutlich am Montagabend. Was das genau für Raubüberfälle sind, kann ich dir noch nicht sagen, aber sie werden definitiv auch am Dienstag am Start sein. Kahn fragte, wird es eine neue Garage geben? Auch die Frage kann man beantworten, und zwar werden wir in der neuen, im neuen Gebäude auch eine 10er Garage bekommen. Das hat Test 2 bereits bestätigt. Und zwar wird das Ganze wahrscheinlich dann so ablaufen wie bei dem Casino, dass wir eben eine eigene Garage haben, wo wir unsere 10 Autos reinstellen können und dann eben noch ein öffentlicher Bereich, diese öffentliche Teststrecke, dieses öffentliche Tuning-Treffen, ähnlich wie im Parkplatz vom Casino. Mauritz fragt, wie sehen die neuen Heists aus? Schwerpunkt auf Autos klauen, oder? Also, dass der Schwerpunkt bei diesen Heists eben irgendwas mit Autos sein wird, ich denke, das ist sicher, denn das ganze DLC dreht sich eben um Autos und Tuning. Was das genau da jedoch sein wird, kann ich dir leider nicht verraten. Flo fragt, glaubst du, dass dieses DLC unter die Top 3 DLCs kommt? Das ist schwierig zu beantworten, denn meine Lieblings-DLCs sind definitiv das Casino Heist DLC. Cayo Perico fand ich auch wirklich nicht schlecht, aber ich muss auch sagen, ich fand damals das Cunning Stunts DLC ziemlich nice, mit dem die Stuntrennen ins Spiel kamen. Diese ganzen DLCs machen nämlich eine Sache aus. Sie haben relativ langen Spielspaß geboten. Stuntrennen fährst du jetzt immer noch. Das Casino Heist DLC hat auch länger als einen Monat noch Spaß gemacht, weil man einfach verschiedene Herangehensweisen hatte, verschiedene Outfits freischalten konnte und so das Ganze eben, ja, ein bisschen ein komplexeres Update war, als jetzt einfach zum Beispiel, keine Ahnung, Cayo Perico, wo man einfach einmal das Ding gespielt hat und gut ist. Trotzdem muss ich sagen, dass ich auch Cayo Perico nice fand, weil es einfach durch die neue Insel einfach mal was wirklich komplett Neues war. Das große Potenzial, was ich jetzt bei diesem Tuners DLC sehe, ist einfach, dass es erstens verschiedene Rennen gibt, die man aber auch nicht alle direkt testen kann, sondern dass man die erst freischalten muss. Dadurch entsteht so eine Art Level-System, ein unabhängiges Level-System, so dass man sich auch mit Money Boost zum Beispiel nicht alles kaufen kann, sondern eben nur die Fahrzeuge, aber trotzdem noch einen Spielspaß hat, auch für Leute, die ein hohes Level sind oder unabhängig von Money Boost. Einfach Leute, die viel Geld haben, trotzdem noch Spaß haben, weil sie sich nicht einfach alles kaufen können, sondern eben gewisse Dinge freischalten müssen. Und das macht ja eben letztendlich den Spielspaß aus. Ob es in die Top 3 kommt, kann ich natürlich vor einem Update schlecht sagen, aber es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich nices Update. Miguel fragt, wirst du danach auch ein Tipps und Tricks Video machen? Ja, selbstverständlich. MacLiver Music fragt, wird es einen neuen Aventador geben? Auch diese Frage kann man ganz sicher mit Nein beantworten. Wir wissen alle 17 Fahrzeuge und dabei ist leider kein Lamborghini. Dann Leon fragt, wann bekommt man die Gratis-Sachen? Zum Beispiel die LSC-Jacke. Wir müssen das Ganze jetzt eben machen. Ich hatte ja ein eigenes Video dazu gemacht. Wenn du jetzt fragst, hä, was sind das für Gratis-Sachen? Dann check einfach nochmal das Video hier ab. Das habe ich vor 2 Tagen oder so hochgeladen, da habe ich es erklärt. Die Sachen bekommst du dann eben, wenn du dich am Dienstag in GTA Online einloggst, bis 72 Stunden danach, so wie immer bei den Gegenständen in GTA Online. Devo fragt, denkst du, die Server werden Probleme haben oder nicht? Nee, glaube ich nicht, weil Rockstar Games ist inzwischen die Spielerzahlen beim DLC gewohnt und beim Cayo Perico Heist DLC waren die Probleme jetzt auch nicht so heftig, wie es zu erwarten war, und das war ein Update, was deutlich mehr noch gehypt war als jetzt das Tuners DLC. TTV Xbox Gaming fragt, wie würdest du es finden, wenn es ein LKW zum Autos transportieren gäbe? Wenn wir uns den Trailer anschauen, dann sehen wir, dass es dort bereits ein Fahrzeug gibt, was ein Auto transportiert. Und zwar sieht man in einer Szene, wie ein Auto hinten auf dem Slam Truck steht.
Aktuell hat man ja das Problem, wenn man mit dem Auto auf einen Slam-Truck fährt, dass das einfach wieder runterrollt. Also das Ganze ist noch ein bisschen buggy. Allerdings könnte es natürlich sein, dass Rockstar Games jetzt das DLC verwendet, um diese Funktion eben ins Spiel zu bekommen. Dass wir sowohl beim Slam-Truck hinten Autos endlich befestigen können, als auch, und das sieht man auch öfters im Trailer, denn dort sind mehrere LKWs, könnte ich mir vorstellen, dass wir endlich eine Option bekommen, LKWs die Klappe hinten aufzumachen und gegebenenfalls dort sogar mit einem Auto irgendwie reinzufahren. Wie das genau funktioniert, ob da eine Rampe kommt oder ob das eine Hebebühne wird oder mit einfach einem blauen Punkt, das weiß ich allerdings noch nicht. Aber es würde für mich keinen Sinn machen, einfach den Slam-Truck jetzt im Trailer auch extra zu zeigen, wie ein Auto darauf steht und am Ende dann, ja, können wir damit überhaupt nichts anfangen, weil das Auto hinten immer runterfällt oder runterrollt, besser gesagt. Die nächste Frage kommt noch von Soltress White oder so ähnlich. Und er fragt, wird es einen neuen Pass geben, der ähnlich ist wie der Outlaw Pass in Red Dead Online? Für die, die es nicht wissen, in Red Dead Online gibt es einen Outlaw Pass, das ist wie so ein Battle Pass, wo man eben echt Geld bezahlt und dann kriegt man eben, je nachdem wie viel man levelt, eben Sachen freigeschaltet. Nein, sowas wird es nicht geben, Rockstar Games hat es zumindest nicht bestätigt. Das neue Level-System ist rein auf Ingame-RP bezogen und nicht auf Echtgeld. Schnellfragerunde! Die erste Frage kommt von Damien und er fragt, weißt du, wie der neue BMW heißt? Nein, weiß ich nicht. XDino fragt, wirst du jedes Auto tunen? Selbstverständlich am Dienstag im Stream. Musti fragt, lohnen sich die Autos? Digga, woher soll ich das jetzt wissen? Wir haben noch keins davon selber gefahren. Linus fragt, bist du im Hype auf das DLC? Auf jeden Fall. Luca, welches Auto findest du am besten? Ich persönlich freue mich am meisten auf die Porsche und natürlich auch auf den Dinker Jester RR. Das Ding ist auch einfach absolut heftig. Traveltime fragt, worauf freust du dich allgemein am meisten? Ganz klar, einfach mal wieder neuer Content und eben dieses Level-System mit neuen Rennen und bin gespannt, was Rockstar Games sich da hat einfallen lassen. Und die letzte Frage ist Rexolution und er fragt, auf welcher Plattform kommt das DLC? Wie immer, PlayStation 4, Xbox, Xbox One, alle Xbox-Konsolen im Prinzip, eigentlich überall außer Xbox 360 und PS3, auch auf dem PC, weil das jetzt öfters als Frage aufkam. Und die letzte Frage ist, wie lange geht eigentlich das Gewinnspiel und wann löst du das auf? Ganz einfach, bis heute Abend 22 Uhr läuft noch mein Gewinnspiel. Link ist in der Beschreibung, da kannst du 22 Millionen GTA-Dollar gewinnen. Die Auflösung ist dann heute Abend im Stream, sei mit dabei, 20 Uhr. Denn umso schneller du weißt, dass du gewonnen hast, umso schneller kannst du auch bei dich bei IceMods melden und dort entsprechend deinen Gewinn einfordern und dann kriegst du auch umso schneller dein Geld für das Update. Wenn ihr euch nämlich heute Abend noch bei IceMods meldet, dann wird es auch noch was mit eurem Geld bis Dienstag. Wenn ihr erst bis morgen oder übermorgen wartet, dann selbstverständlich eben nicht. Und ich hatte Sky gerade schon ganz kurz im Mund genommen und zwar IceMods. Wenn du noch Geld für das DLC brauchst und das DLC wird asozial und schweineteuer, dann kann ich dir nur empfehlen, mal bei meinem Partner IceMods vorbeizuschauen. Dort suchst du dir einfach aus, auf welcher Plattform du spielst, egal welche. Dann suchst du dir aus, wie viel Geld du haben möchtest. An der Kasse gibst du noch einen Rabattcode JULEX ein, um 10% Rabatt zu bekommen. Was willst du noch mehr? Und am Ende des Tages bist du reich in GTA Online und kannst auch was mit diesem ganzen Tuning, was wir neu ins Spiel bekommen, anfangen und denkst ja nicht so, ja, ich bin Geringverdiener, ich kann mir da gar nichts leisten. Doch vielleicht eine Lackierung. Juhu! Okay, Freunde, das war's jetzt im Prinzip auch schon mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, teile es gerne mit all deinen Freunden auf Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, was weiß ich nicht was. Ansonsten sehen wir uns heute Abend im Livestream. 20 Uhr geht's los. Stell dir den Wecker und schalte ein. Es wird wieder nice. Freitag, der Stream war einfach anders wild. Und das wird's heute Abend definitiv auch. An der Stelle bin ich jetzt raus. Macht's gut. Haut rein. Bis bald und ciao. Peace. It's a ticket talking magic for the figures. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And it's a ticket talking.